Wie fändest du es, wenn du nur 4% deines Einkommens für die Miete zahlen müsstest? Das ist doch gar nicht möglich. Doch, das gab es schon. Im Wien der Zwischenkriegszeit. In 10 Jahren wurden rund 64.000 Gemeindebauwohnungen errichtet. Bei diesen war die verbaute Fläche selten so groß wie die unverbaute Fläche. Es gab sehr viel Grünfläche, große Höfe, Kindergärten, Spielplätze, Freibäder, Sportplätze, Hallenbäder, Wäschereien, Veranstaltungssäle und so weiter. Die Wohnungen wurden auf die Leute verteilt, die diese brauchten. Dies erfolgte anhand eines Punktesystems, welches unter anderem Familiengröße, Einkommen und die bisherigen Wohnverhältnisse berücksichtigte. Dieses Wohnbauprogramm ermöglichte Hunderttausenden Wienerinnen und Wienern ein günstiges und menschenwürdiges Leben. Aber wenn das eine Zentralbehörde plant, schauen alle Wohnhäuser gleich und monoton aus. Das war nicht der Fall. 199 Architekten haben 382 Wohnanlagen anhand der funktionellen Vorgaben der Gemeinschaft und vielfältiger ästhetischer Entscheidungen geplant. Von traditionell eingebunden in das alte Stadtbild zu konstruktivistisch, vom Arbeiterpalast bis zu modernistisch mit luftig, lichtdurchfluteten Balkonen und Wintergärten lässt sich alles finden. Aber das Ganze ist ineffizient, weil Politik bürokratisch und behäbig ist. Eine Stadt oder ein Staat kann auf Veränderungen und Probleme doch nicht so schnell und dynamisch reagieren wie der freie Markt. Der freie Wohnungsmarkt konnte den Bedarf nicht decken. Geplant war, in 5 Jahren 25.000 Wohnungen zu bauen. Nach weniger als 4 Jahren war dieses Ziel bereits erreicht. Aber so zu bauen kommt viel zu teuer. Die Stadt verschuldet sich. Nein. Der Bau wurde hauptsächlich durch eine zweckgebundene Wohnbausteuer komplett schuldenfrei finanziert. Diese Steuer war stark progressiv. Reiche zahlten viel, ärmere sehr wenig. Eine Arbeiterwohnung kostete 10,80 Schilling im Jahr, eine Mittelstandswohnung 108 Schilling und die Luxuswohnung in diesem Beispiel 52.770 Schilling. Dann gibt's zwar keine Schulden, aber man hat damit die Wirtschaft kaputt gemacht. Also eine kaputte Wirtschaft schaut anders aus. Es gab kaum Arbeitslosigkeit. Vielmehr hat das Wohnbauprogramm zahlreiche Arbeitsplätze geschaffen. Und viele der beschäftigten Bauarbeiter zogen anschließend selbst in diese Gemeindebauten ein. Aber in jedem Fall zerstört man damit den privaten Wohnungsmarkt, wenn die Gemeindewohnungen diesem unfaire Konkurrenz machen und damit die Mietpreise in der ganzen Stadt drücken. Ist für dich eine geringere Rendite für ein paar wenige Menschen wichtiger als ein massiver Gewinn für die Mehrheit? Die Gemeindebaubewohner von damals haben im Durchschnitt nur 4% ihres Lohnes für die Miete bezahlt.